Herzlich willkommen zurück zur Let's Play der Planer der Landwirtschaft. Jawohl, jetzt lasse ich die Zeit weiterlaufen. Ich habe nämlich jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Wir müssen mal gerade gucken, wie es hier überhaupt aussieht. Kuhdetails, ein paar Kühe fördern schon wieder keine Milch. Und Jungtiere haben wir Nadine ist bald fertig. Und Katharina, ich bald da. So, unsere Garage ist proppenvoll. Unsere Aufgabe ist Gebäude, Windkraftanlage und Gebäude platziere Solaranlage. Okay, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken, was brauchen wir da für Kohle? 150.000 und 75.000. Wollen die mich eigentlich verarschen oder so? Das wird auf jeden Fall spaßig. Da bullert unser Wagen und holt unser Kram ein. Auftrag erledigt, pflügen. Stimmt ja, wir haben ja schon mehrere Felder. Aber wo ist der Trecker? Wo hat er jetzt gepflügt? Kann abgeerntet werden. Da hat er gepflügt. Aha. Wintergerste kann abgeerntet werden. Okay. Saatbereitung. Ja, wir haben ja gar keinen Trecker. Jetzt müssen wir uns den Trecker und das alles mieten. Ne, das will ich aber nicht. Ich glaube, Leute, wir bräuchten unbedingt einen größeren. Die kleine Garage ist viel zu klein. Oder man müsste beigehen und den Mähdrescher wieder verkaufen, aber das wäre eigentlich Bullshit. Also drei Felder zu bestücken ist wirklich nicht ohne. Also muss ich mir jetzt echt noch was überlegen, wie war das fortsetzen werden auf jeden Fall. Erstmal muss er hier die Kram jetzt einsammeln. Ting. So, die Sachen sind erledigt. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier auch nochmal nach den Aufträgen gucken. Handelsmarkt. Angenommene. Kalbfleisch, Wintergerste, nochmal Wintergerste haben wir. Das hört sich doch schon mal gut an. Das haben wir fertig. Dann könnten wir jetzt Falken. Das dürften wir jetzt düngen. Gülle ausfahren, düngen, unterflügen. Eigentlich müssen wir das jetzt erst pflügen. Unterflügen bitte, Madame. Jawohl. Jawohl. Und dem Bauer dazu. Jawohl. Und okay. So. Ich bin nämlich der Meinung, wir gehen jetzt erstmal bei und werden alle Felder, die wir haben, pflügen, danach alle säen und so weiter. Und dann sollte das eigentlich klappen. Aber woran? Das haben wir nämlich gar nicht. Welche haben wir denn jetzt gekauft? Das gehört uns. Ja, das gehört uns. Und welches haben wir noch gekauft? Das gehört uns. Die beiden gehören auch noch uns. Das, das und das. Alles klar. Wir werden jetzt erstmal alle Felder pflügen. Und so gucken, ob wir so ein bisschen Kohle reinkriegen. So, jetzt müssen wir hier nochmal in den Kuhstall gucken. Kuhdetails. Da ist die Besamung fast durch. Besamung hat er gesagt. So, und wie viele Großtiere kriegen wir noch rein? Noch zwei. Okay. Aber dann können wir gleich die nächsten Kühe da hinschicken. Das hört sich auch nicht schlecht an. Was haben wir denn noch für Aufträge? Aufträge haben wir jetzt noch. Angenommene, wir haben noch Kalbfleisch, Wintergerste, also Milch könnten wir eigentlich, ne? Lager, wir haben 5300 Milch, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Und Wintergerste hatten wir da jetzt, Handelsmarkt, angenommene Wintergerste verkaufen wir auch. Wir brauchen Milchverkauf, Sommergerste, Weizen haben wir gar nichts. Handelspreis, Milch ist bei minus 77,47, das werden wir auf gar keinen Fall verkaufen. Wir haben noch nicht alle Waffeln am Brennen. Auf gar keinen Fall Großstädter. 27,651. Also wenn wir 1 Million verdient haben, oder wie soll ich das verstehen? Ha. Da müssen wir mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir lassen einfach die Zeit hier mal ein bisschen rattern. Tilidili, die Zeit, die läuft. Und der flücht und flücht und flücht. Sehr schön. Sehr schön. So. Jetzt suchen wir das nächste Feld. Aber halt, wir sollten uns erstmal unseren Trecker angucken.
67%. Den werden wir erstmal gerade reparieren. Jawohl, 3 Tage. Passt schon. Mach ihn fertig. Mein Flug ist noch ganz okay. Das hört sich doch gut an. Oh, oh, oh. Ding hat's gemacht. Was haben wir hier? Nachwuchs des kleinen Kuhstalls. Ja. Jungtiere. Zum Stall. Nadine kommt zum Stall. Jan wird geschlachtet. Schüssikowski. Und dann können wir wieder auf Kuhdetails und wir können wieder Besamung machen. Die produziert gar nichts mehr. Die auch nicht. Sehr gut. So, so kommt auch wieder ein bisschen Milch rein. Und wir haben wieder ein Jungtier. Frank und Schlachten. Schüssikowski, Kuhdetails. Nächste Besamung. Die. Alles klar, Jungtiere. Alles klar. Ja, das dauert jetzt wieder so ein bisschen, bis wir die nächsten haben. Trecker, 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 Nachwuchs, kleiner Kuhstall, untergeflücht, hat er auch alles gut. Dann werden wir jetzt hier die ganzen Aufträge mal wegklicken. Alles klar. Haben wir auch. Und können wir die Zeit hier ein bisschen schneller stellen, bis er den Auftrag erledigt hat. Okay, Trecker hat er repariert. Dann gehen wir auf Karte, würde ich sagen. Und dann, das ist saatbereit. Und das hier müssen wir noch pflügen. Jawohl. Das pflügen wir. Und den und unseren Angestellten. Jawohl. Nicht mieten, losfahren. Tschüssi. Da fährt er los. Ab geht's zum nächsten Stall, würde ich sagen. Oder zum nächsten Feld. Und danach fahren wir los und säen alle. Und so haben wir dann ja, einen guten Rhythmus, glaube ich. Ich hoffe nur, dass die Ernte nicht, wie heißt es, verdorben kann. In dem Sinne. Müssen wir halt mal ein bisschen aufpassen. Oh, was ist los? Frank Morgen hat schlechte Laune. Warum hat er schlechte Laune? Was hat er denn? Warum hast du schlechte Laune? Ach so. Ich möchte mehr Geld verdienen. Ja, bitteschön. Arschgesicht. Also, wenn sie... Oh, was ist los? Auftrag erledigt. Pflügen. Ja, perfekto. So, jetzt müssten wir eigentlich unsere Felder... Ups, alle gepflügt haben. Da können wir... säden. Da auch. Und da auch. Gut, dann fangen wir einfach hier vorne an. Der Boden ist noch gefroren. Lol. Haben wir Winter oder was? 5.12. Wir dürfen nichts machen. Ja, dann würde ich sagen... reparieren. Wenn der nichts zu tun hat, dann reparierst du die Gegenstände, würde ich mal sagen. Und irgendwo hatten wir jetzt auch noch einen Mitarbeiter über. Der hat nämlich gar nichts zu tun irgendwie. Für was haben wir den denn gekauft? Ach ja, wenn wir... Genau. Genau, für den nächsten Traktor wollten wir ja. Aber wir können ja keinen Traktor hier mehr drunter bringen. Also das ist ja wirklich das ganze Problem, was wir zurzeit haben. Ab wann taut denn der Rasen das Feld wieder auf? Im Januar? Ah, wartet mal. Haben wir noch Aufträge? Okay. Angebote. Was haben wir denn hier? Hafer, Mais, Roggen. Silage, Sommergerste, Weizengerste. Weizen. Also wir haben hier fast gar nichts mehr. Das ist auch ein bisschen doof. Der Milchpreis ist gestiegen um plus 28. 47 ist aber immer noch sehr, sehr wenig. Wir haben mal für 96 und für 1 Euro verkauft den Milchpreis. Also werden wir mal noch ein bisschen laufen lassen. Oh, was ist los? Kleiner Drehflug wurde von Marc repariert. Okay, also wir dürfen da immer noch nicht. Sehr schön, dann gucken wir, was hier noch kaputt ist. 92, 100, 99. Zuverlässigkeit 90%, dann macht er die noch heile. Reparieren. Ja, ein Tag. Bitteschön.
Kleiner Drehflug, ja. Oh, es schneit. Oh, wie geil, Alter. Schnee, was haben wir? Kleine Anbauspritze wurde vom Markt repariert. Das ist auch... Ah, wir sollten erst immer da draufklicken. So. Das ist auch sehr schön. 99, 100, 95. Ja, dann machen wir noch den Mähdrescher. Mähdrescher. Ist ja Winterzeit. Das bedeutet, wir müssen alles reparieren und alles hier auf den, in gut Schuss bekommen. Ping. Kleiner Mähdrescher wurde repariert. Nachwuchs im Kuhstall. Und Donnerwetter. Jetzt kriegen wir aber hier eine Nachricht nacheinander. 99. Dann macht er den Traktor noch heile. Ich weiß, das kostet alles Geld. Aber was fertig ist, ist fertig, Leute. Der Sommer kommt und dann muss das laufen. Jungtiere. Was haben wir denn hier? Trut. 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 Treut. Treut. Trut. Schlachten. Tschüss. Kuderteils. Besamung. Löppt. Unser Kuhstall ist auch voll. 12 von 12. Aber wenn wir gleich Jungtiere in dem Sinne so weit sind, dass wir in den großen Kuhstall dürfen und wir sind voll, dann verkaufen wir halt die älteren Kühe. So hatte ich das gedacht. So machen wir kein Minus. Und dann sollte das nämlich auch gut funktionieren. Gehe ich zumindest mal von aus. So, Mähdrescher wurde auch repariert. Ja, alles hat er fertig. Sehr schön, sehr schön. Können wir alles wegklicken. Und Zeit lassen wir weiterlaufen. Bis wir endlich mal wieder ein bisschen was... Es läuft alles erst im März und Januar. Also, puh. Lager, wir haben 2600 Kalbfleisch schon. Jetzt aber mal langsam hier. Kleiner Kuh ist ausgewachsen, kleiner Kuhstall, Nachwuchs im kleinen Kuhstall. Also wir haben jetzt ohne Ende gerade hier Nachwuchs bekommen. Jungtiere. Katharina zum Stall. Alles klar. Ne, die Schlachten war ja nicht. 12 von 12, also das Ding ist jetzt auf jeden Fall voll. So, nächste. Nach unten hin arbeiten. Du bist als nächstes dran. Alles klar, haben wir auch. Weiterlaufen. Boah, schon wieder. Nachwuchs kleiner Kuhstall. Mein Gott, was ist denn hier heute los? Oh, Bärbel, Chantal und Edeltraut. Ja, dann können wir bald die Älteren verkaufen. Können wir eigentlich eine Besamung machen? Nein, können wir nicht. Alles klar. So, Januar. Immer noch gefroren. Oh, was ist hier los? Da, ich habe da ein Doktorzeichen. Tierarzt rufen. Boah. Auch zum Stall Besamung können wir nicht. Alles klar, da waren unsere Kühe etwas krank. Getreidetransporter wurde bestellt. Jawohl, da haben wir wieder ein bisschen Kohle gemacht, Leute. Absolut gut. Absolut gut. Jetzt haben wir nur noch Kalbfleisch und Wintergerste. Wintergerste nochmal 3200. Wintergerste, ja, da könnten wir eigentlich noch einen Auftrag annehmen. Da kommen nur 3200 runter. Da suchen wir uns doch jetzt erstmal, mal gucken, ob wir hier noch ein paar haben. Angebote, Helfer, 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 Roggen, Roggen, Roggen. Sommer, Sommer, Weizen. Nichts. Gar nichts. Sommergerste. Wir haben Wintergerste nur gehabt. Nichts Brauchbares. Handelspreis, Milch geht immer weiter in den Keller. Der Preis ist völlig im Arsch, auch wenn wir nicht verkaufen. So, haben wir jetzt hier ein bisschen Kohle gemacht. Immer noch alles gefroren. Nicht sehr schön. Kleiner Nachwuchs. Boah, jetzt schneit es aber. Donnerwetter. Jungtiere. Auch wieder. Cornelia, Cornelia. Schön. Ja, Besamung können wir in dem Sinne nicht machen. Weil die Jungtiere in dem Sinne den ganzen Platz besetzen. Und wir können ja hier nur ein Lager für Kalbfleisch und Milch für 8000 Dingens haben wir. Also wir können Milch 38 Tonnen
lagern und wir sind mal gerade da. Kalbfleisch wird so langsam ein bisschen eng und Wintergerste ist auch noch sehr, sehr voll. Naja, gut. Aber wenn wir halt keine Handelsposten bekommen, wo wir das so verkaufen können, dann muss ich halt bald die Sommer-Wintergerste so verkaufen. Wann kommt denn der letzte Auftrag für Wintergerste? Letzter Auftrag für die Wintergerste kommt am 1.3. Und da kommen nochmal 3.200 runter. Also werden wir doch jetzt einfach mal was verkaufen. Wintergerst ist bei 1,25. Das ist eigentlich ganz okay, wenn ich ganz ehrlich bin. Da werden wir doch mal ein bisschen verkaufen. Lager, Wintergerste. Wir verkaufen einfach mal 15.000. Das sind 14.000. Verkaufen. Zahlen hier. Also ein bisschen Kohle wieder machen. 32.000 schon wieder. Getreidetransporter wurde bestellt. Nachwuchs im kleinen Kuhstall. Das haben wir alles schon kontrolliert, so wie ich weiß. Jungtiere, jawohl. Eine Besamung läuft noch und weiter geht's. Also der Winter ist ein bisschen öde. Aber gut, wahrscheinlich, weil wir auch noch nicht so viele Kühe und dies und jenes haben. Ist das natürlich auch alles nicht so der dicke Hammer. Nachwuchs im kleinen Kuhstall. Den können wir schlachten, den Thomas. Kuhdetails. Und die hatten wir auch noch nicht. Dann bist du dran. So, weiter geht's. Können wir wegklicken. Lassen wir einfach mal so schnell laufen. Lalala. Oh, wir dürfen wieder arbeiten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein Kuhstalltier ausgewachsen. Okay, wir fangen jetzt erstmal damit an. Ist ja voll. In dem Sinne. Und jetzt gucken wir mal, welche die älteste ist. 9,2 Monate. Kann man das nach dem Alter sortieren? Oh ja, ein Jahr schon. Okay. Gabi ist die älteste. Tschüss. Verkaufen. Jungtiere zum Stall. Zack. Kuhdetails. Immer nach dem Alter sortieren sollst du. Okay, jetzt können wir auch wieder eine Besamung machen. Jetzt bin ich natürlich hier gerade... Ja gut. Was machen wir jetzt? Tier ausgewachsen. Nächstes Tier ausgewachsen. Berber! Können wir nächste Kuh verkaufen. Verkaufen. Jungtiere zum Stall. Ja, da kommt gleich die nächste. Kuhdetails. Alter. Können wir auch verkaufen. Und die Linda macht noch Milch. Dann verkaufen wir die. So. Dann können wir nämlich gleich die zwei dann nämlich rein. Und die anderen können wir besamen hier. Da. Ein Jahr. Naja, du nicht. Da. So. Dann haben wir das nämlich auch in die Gänge. Cornelia und Chantal. Das ist doch schon mal alles sehr schön. So, jetzt müssen wir hier Saat bereit. Und Tschüssikowski. Mach hier fertig. Abflug. So, jetzt gehe ich aber bei und werde ein Feld auch Saat bereit machen, aber mit Mietgeräten. Jawohl. Dann nehmen wir den kleinen Trecker. Das Ding ist billiger, aber unseren Angestellten und Hackengas. So, jetzt haben wir nämlich zwei Stück, die nämlich gleich unterwegs sind. Unseren eigenen schicken wir dann auch auf das andere Feld. Kuhstall, Tier ausgewählt, jawohl, haben wir alles. Sollte eigentlich alles perfekt sein. So, gleich müsste eigentlich wieder Ding machen. Ding, jawohl. Sehr schön, Jungtiere zum Stall, Kuhdetails und die nächste Besamung 9 Monate. 9,4 Monate, 6,4 Monate, wenn dann erstmal du. So, wir haben 11 Kühe, weil eine kommt gleich noch rein. Sehr schön, das jetzt läuft so langsam. Lager, Wintergerste, wir haben aber auch noch einen Auftrag. Milch haben wir 12.000, können wir mal gerade hier im Handelsmarkt gucken. Die Milch steigt so langsam, Angebote Hafer, Mais, Mais, Milch für 55 Cent. Na komm, das machen wir einfach mal, Leute. Hier
Nehmen wir einfach an. Sind 1500 annehmen. Jawohl.